kann man das Göttliche erfassen? Spiritualität ist eine komplexe Sache. Kann man das Göttliche erfassen? Kann man Gott erfassen? Kann man das Selbst erfassen? Die Antwort liegt natürlich klar: Nein, man kann Gott nicht erfassen. Kannst du dein Ich erfassen? Auch das nicht. Du kannst es erfahren. Und in diesem Sinne, es geht ja die Aussagen, kannst du etwas sehen, die Frage, kannst du oder hören, kannst du Gott verstehen, kannst du Gott begreifen, kannst du Gott erfassen, kannst du Gott beobachten, alles schwierig. Natürlich auf der einen Seite kannst du sagen, es gibt nur Gott, deshalb kannst du nur Gott sehen, du kannst nur Gott erfassen und so weiter. Aber es gilt immer wieder, sich bewusst zu machen, die höchsten Wahrheiten sind weder begreifbar, erfassbar, fassen, greifen. Sie sind auch nicht wirklich einsichtig, also über das Sehen. Und man kann sie auch nicht verstehen über das Hören. Das Göttliche geht über Erfassen und Begreifen hinaus. Es ist aber erfahrbar. Nicht erfahrbar über die Sinne, erfahrbar über das Bewusstsein an sich. Es gibt ja so eine schöne Fabel. Es gab einen König, der hatte gehört, es gibt einen Elefanten. Und er sandte jetzt fünf Blinde aus, sie sollen einen Elefanten suchen und sollen ihn beschreiben, wie ist ein Elefant. Die fünf gingen zu dem Elefanten hin, und es war jetzt ein gezähmter Elefant, und der eine berührte den Rüssel und kam zurück zum König und sagte, der Elefant ist wie ein großes Seil oder wie eine große Schlange. Der nächste berührte die Beine des Elefanten und sagte, der Elefant ist wie eine große Säule oder wie ein großer Baum. Der dritte berührte die Stoßzähne und sagte, oh, der Elefant ist wie ein harter, spitzer Felsen. Der vierte berührte das Ohr und sagte, oh, der Elefant, der ist wie ein großes, dickes Stück Papier. Und der nächste berührte den Schwanz des Elefanten und sagte, oh, der Elefant ist wie ein großer Haarschopf. Wer hat jetzt recht? So geschieht es, wenn du Gott erfassen willst. Du kannst nicht Gott erfassen, du kannst nur Teile des Göttlichen erfassen. Und wann immer du versuchst, einer spirituellen Philosophie oder einer Religion zu folgen, sei dir immer bewusst, was du dann als Gott erfasst, ist nur ein Teil davon. Gott ist jenseits allen Begreifens, Erfassens, Verstehens oder auch intellektuell Begreifbares. Es ist trotzdem gut, zu versuchen, Gott zu begreifen und zu erfassen, soweit es geht. Aber sei dir bewusst, die Gotteserfahrung ist jenseits davon.